Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video. Es geht wieder um League of Legends, es geht um Viego, Ruination, um den neuen Champion, um die Sentinels. Neues Big Update nach 2 Tagen. Was haben wir denn heute? Dienstag? Also Donnerstag kommt ihr hier. Big, neuer Cinematic. Vielleicht auch das neue Game, man weiß noch nicht. Aber wahrscheinlich wird das Game etwas später rauskommen. Aber Cinematic kommt auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf und... Zu dem Big Update ist noch dieses Video erschienen. Das ist, also Titel ist natürlich, was bisher geschah. Wahrscheinlich wird es halt so ein Recap sein. Und Like können wir schon mal geben. Wir können es uns jetzt natürlich angucken, was wir auch natürlich tun werden. Und ja, ich glaube, es handelt auch mit dem neuen Champion. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber das werden wir wahrscheinlich alles herausfinden. So, you want. Immer mit der Ruhe. So. You want to know how Akshan saved the world? Yeah. Let's see. Akshan. Where Akshan? To begin? Ah, I know. A very long time ago, the king of Kamavol fell in love with a humble seamstress. They were soon married, but it didn't last. Poor Isolde was tragically killed. Of course, Viego went berserk and wanted to bring her back from death. Silly man. Only Akshan. Can do this. Still, he tried. Okay, also der neue Champion kann halt Leute zurück vom Tod wiederholen. Okay. What was forbidden. Ist verstanden. And unleashed the ruination, creating the Shadow Isles. Now swing. Okay, die gesamten Shadow Isles wurden also nur dank Viegos Rage created. Hat er ja gerade gesagt, ne? The Shadow Isles. Now still. He tried what was forbidden and unleashed the ruination, creating the Shadow Isles. Now swing forward a few centuries and we get to a couple of sentinels saving the world from villainy and the undead. Like Akshan, but with less fluttering of the cape. On their travel. Also, der neue Champion ist also auch sowas wie ein Sentinel. Und hat wohl was gegen die Ruination und so. The two met a cruel villain who imprisoned Senna in his lantern. Lucian spent years searching for her. And when he finally helped her escape, well, Senna had changed. New powers, long gun, hearing voices in her head. So, the ruined king has been restored to his... youthful form, spewing mist across Runeterra, searching for his lost queen. The scoundrel finds Senna. Get this, the voices in her head were Isolde. Lucian and Senna are in deep, but they escape. And they realize they can't stop Viego alone. They will need to recruit more Sentinels of Light. Yes. Nice. Wann kam das letzte Cinematic raus? Ich glaube auch jetzt vor einem halben Jahr oder so. Und genau das war's ja auch. Das wäre auch der Schluss, wo die halt Hilfe bräuchten, ne? Wo halt Wayne noch dieses komische Ding da aufgedeckt hat. Dieses Zeichen. Das ist ja wohl das Zeichen des Sentinels anscheinend, ne? Und ja. Akshan. Akshan heißt er. Akshan. Okay, der hat auf jeden Fall so eine coole Waffe, ne? Könnte sein, dass das so ein... Okay, maybe ein Hook? Nee, wahrscheinlich kein Hook. Sondern so ein Kamel-E-mäßig wahrscheinlich. Ah, man weiß nicht. Actually, ich weiß nicht mal, ob hier Fotos von ihm draußen sind, aber höchstwahrscheinlich nicht, ne? Erst übermorgen kommt er wahrscheinlich hier PBE raus und dann werden wir auch seine Spells sehen. Oder vielleicht sogar heute später. Und ja, Cinematic war natürlich hier nice, das war halt eher so ein Recap, ne? Das war jetzt kein super aufwendiges neues Cinematic. Aber immer wieder schön sowas zu sehen, immer wieder schön. White kann gerne mehr machen, ich habe nichts dagegen. Und nach 2 Tagen, ich bin gespannt, auf jeden Fall werde ich darauf auch reagieren. Seid dabei. Und ich werde auch das neue Game spielen, The Rune King oder wie das heißt, dieses Game mit Viego halt, Miss Fortune, Ahri, Yasuo und den ganzen anderen Rest. Es wird wahrscheinlich ein cooles Game, ey. Das wird ein cooles Story-Game auf jeden Fall.
Und da werden auch Highlights auf diesem YouTube-Kanal veröffentlicht. Deswegen subscribed. Subscribed und schaut euch mein Content an. Aber bis dahin, habt einen schönen Tag. Lasst ein Like da. Tschüss. Yeah, I'm craving serious action, not this bankrupt rock and roll.